Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einiger Zuschauerfragen. Die Zuschauerfragen kommen zurzeit wieder wirklich üppig herein. Vielen Dank dafür, gehen uns auch die Themen nicht aus. Heute zum Thema Wärmepumpen. Hallo Herr Kammerer, erst einmal danke für Ihre tollen Blogs, die ich mit großem Interesse verfolge. Es hat mich mit dem Koi-Hobby echt weitergebracht. Vielen Dank, das freut mich. Nun meine Frage, was für Installationsmöglichkeiten bei Wärmepumpen gibt es? In den direkten Teichkreislauf stelle ich mir ungünstig vor, wegen des zu hohen Widerstands. PS, überlege mir eine Wärmepumpe anzuschaffen und im Frühling und Herbst die Temperatur hochzuhalten. Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage und macht weiter so. Gruß Patrick aus der Schweiz. Also, grundsätzlich haben wir zwei Typen von Wärmepumpen. Das eine sind die klassischen Pool-Wärmepumpen und das andere sind die Wärmepumpen, die eigentlich für die Haustechnik verwendet werden. Worin unterscheiden die sich? Ganz klar, die Pool-Wärmepumpe ist das, was du beschreibst, wo im Prinzip die Wärmepumpe direkt an den Wasserkreislauf angeschlossen wird, entweder im Bypass eine bestehende Pumpe oder man nimmt eine kleine Pumpe, wo man in der Stunde 5.000 oder 10.000 Liter hindurchpumpt, wahrscheinlich eher 5.000 Liter. Und dann gibt es die Haustechnik. Und die Haustechnik verfügt über eigenen Wärmekreislauf. Das heißt, man arbeitet da mit dünnen Rohren, so wie in der Haustechnik immer, wenn Heizkörper angesteuert werden, angefahren werden, und hat dann im Filter entsprechend eine Heizspirale liegen, die werden über viele Hersteller angeboten. Sicherlich, das System aus der Haustechnik ist professioneller, aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, einiges teurer als die Poolwärmepumpen. Also wenn ich mir Angebote anschaue, die sich Kunden eingeholt haben, die sich auch für Wärmepumpen interessieren, dann ist es in der Regel so, dass die aus der Haustechnik mit einem eigenen Heizkreislauf, bis das alles installiert, gemacht, getan ist, liegt man ganz schnell, ich sage jetzt mal beim 50.000 Liter Teich, wenn ich mir jetzt das anschaue, was Kunden auch bezahlt haben, bei 10.000 Euro und mehr inklusive Installation, wohingegen die Pooltechnik, da, wenn Sie mal aufs Internet gehen, ich habe erst letztens Heinrich den Link geschickt von Brillix oder eine Internetseite, wo die Brillix Wärmepumpen verkauft werden, da kriegt man schon für 2.000, 3.000 Euro wirklich super leistungsstarke Pumpen und die man auch schön einfach installieren kann. Allerdings, wie gesagt, da braucht man dann noch eine separate Pumpe, um die Wärmepumpe zu befeuern oder einen Bypass an eine bestehende Pumpe. Jetzt ist natürlich die Frage, klar, die Poolwärmepumpen wurden im Prinzip genau aus dem Grund entwickelt, weil man gesagt hat, man braucht da keinen eigenen Heizkreislauf, wäre in der Schwimmbadtechnik auch im Prinzip unnötig. Schwimmbäder laufen in der Regel nur im Sommer oder sind dann entsprechend beheizt, dass da nichts eingefrieren kann. Aber die Pooltechnik Wärmepumpen in dem Moment, wenn im Winter Wasser hindurchgepumpt wird, kann da auch nichts eingefrieren, also eine Rohrleitung, wo das Wasser fließt, die wird nicht so schnell eingefrieren oder wird gar nicht eingefrieren. Also für mich persönlich wäre die erste Wahl immer die Poolwärmepumpen und du schreibst, dass die einen hohen Widerstand haben. Also wie gesagt, wenn man da 5000 Liter durchpumpt, in der Regel sind da 50 oder sogar 63er Anschlüsse dran, das ist alles überschaubar. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, dass ich so 5000 Liter mit der heutigen Pumpentechnik, wenn man davor nicht 1000 Winkel und einen sehr langen Rohrleitungsweg hat, dass man die vielleicht mit 50, 60 Watt dann betreiben kann, dann ist das, was die Stromkosten angeht, ist es eigentlich im Verhältnis zu den Mehrkosten, was die Haustechnik-Wärmepumpe kosten würden, ist es wirklich überschaubar. Und auch die Tatsache, dass ich alles selber anschließen kann, macht es natürlich für viele wahrscheinlich sehr angenehm. Und ich finde auch gut, wie du schreibst, Frühjahr um Herbst, um die Temperaturen hochzuhalten. Vielleicht kannst du auch im Sommer den Koi noch ein paar Grad geben. Wenn Sie sehr gutes Wachstum Ihrer Fische haben wollen, ist die Temperatur einer der maßgeblichen Faktoren dabei, neben sehr gutem Futter und natürlich sehr guter Wasserqualität und gutem Management. Und wer es schafft, seinen Koi von Mai bis Ende September 20 Grad und mehr zu bieten, im Sommer in den Spitzen vielleicht 4, 25 Grad, der wird sich wundern, wie neue, aber auch alte Fische plötzlich das Wachsen anfangen. Und da muss ich auch sagen, ich habe viele, viele Kunden, die Wärmepumpen seit einigen Jahren im Einsatz haben. Dieser Winter war natürlich prädestiniert für den Einsatz von Wärmepumpen, außer der einen kurzen Kälteperiode war der Winter sehr mild, also die Temperaturen waren im ordentlichen Plusbereich. Da sind die Wärmepumpen dann auch entsprechend effizient, haben einen hohen Wirkungsgrad, da ist das gut, aber ich sage mal, beim Winter, der sich überwiegend im Minusgradbereich abspielt, sind Wärmepumpen jetzt nicht wirklich die erste Wahl, was die Wärmezufuhr und Wärmegewinnung für den Teich angeht. Also, wer sich für die Pooltechnik interessiert, sollte mal bei Brillix schauen oder auf dem Internet schauen, wo die Brillix Wärmepumpen sind. Die haben sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Ich glaube, der Wert heißt irgendwie anders. CPD, COD, keine Ahnung. Irgend so ein Wert, der ist exzellent. Da gibt es einen ganz neuen Typ. Wir haben ja mal den alten Typ Brillix bei Arthur am Teich vorgestellt und einige Kunden haben nach dem Blog haben sich eine Brillix, eine neue, gekauft und die sind wirklich sehr zufrieden, aber
aus Wettbewerbsgründen möchte ich hier betonen, dass ich mit der Firma Brillix, auch wenn ich hier Werbung für sie mache, keinerlei Zuwendungen bekomme oder mit denen irgendwie in Vertrag stehe. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Patrick, du ganz besonders, vielen Dank für deine Frage und bis zum nächsten Blog. Ciao.